Hallihallo und herzlich willkommen auf Nuclear Nightmare mit einer weiteren Folge 25 Jahre Sega Saturn. Diesmal auf Wunsch hin vom Flat Eric und vom Slim Jimmy 85 auf Twitter. Vielen Dank, liebe Leute, dass ihr meinen Kanal supportet. Alien Trilogy, ja, das haben sich die zwei gewünscht. Ich hoffe, andere Leute sind deswegen jetzt nicht enttäuscht, aber es hat auch sonst keiner was dagegen gesagt. Deswegen schauen wir uns dieses Spiel heute an. Ja, auf der Rückseite finden wir Ripley, nimm Kontakt mit der Kolonie LV-426 auf. Erkunde die Strukturen in der Umgebung, räume die Barrikaden aus dem Weg, finde die Königin und eliminiere sie. Oh, hier haben wir noch was übersehen. Eliminieren Sie alle Aliens, zerstöre ihre Nester und lösche die Eierkammern mit Flammenwerfer aus. Ja. Was auch geschieht, die Königin muss eliminiert werden. Hier haben wir noch mehr Text, das lese ich aber nicht alles vor. Ja, wenn wir mal ganz, ja, ganz simpel denken, mal ganz einfach gesagt, es ist ein Doom-Klon, aber kein schlechter Doom-Klon. Ich muss sagen, ich habe es damals ganz kurz angezockt, als ich es gekauft habe im Jahr 2000 und habe es jahrelang überhaupt nicht mehr ausgekramt. Dies war ein großer Fehler. Ich war damals halt natürlich sehr verwöhnt von Spielen wie Perfect Dark und GoldenEye auf dem N64. Und das sind eigentlich auch die einzigen Ego-Shooter, die ich wirklich viel gespielt habe. Doom, muss ich zugeben, habe ich gar nicht gespielt, als es ein aktuelles Game war. Ja, ich bin nicht so der Ego-Shooter-Freund. Ich komme nicht gut klar mit Ego-Perspektiven. Hier müsst ihr euch nur sicher sein. Man kann nicht hoch, man kann nicht runter gucken. Was das Ganze natürlich schon mal für einen Ego-Shooter-Laien wie mich schon mal eher simpel macht. Und ja, der Name Alien Trilogy trifft nicht ganz zu. Ihr spielt euch nicht durch drei Filme durch. Ich würde sagen, es ist so ein die haben sich hier was Eigenes zusammengemixt. Ja, es hat auch deutsche Sprachausgabe. Es hat auch gute Seiten auf jeden Fall. Die Steuerung kriegt man doch einigermaßen rein. Es wurde von Probe entwickelt für Acclaim. Probe, wer es nicht weiß, haben schon auf dem Sega Mega Drive und ich weiß nicht, ob sie auch für die Super Nintendo-Version zuständig waren. Auf jeden Fall für die Sega Mega Drive-Version von Alien 3. Das gab es sogar noch auf Game Boy und NES. Weiß ich nicht, ob diese Versionen auch davon sind. Besitze ich aber auch nicht. Und Probe haben später auch, gar nicht so viel später, das kam hier nämlich 96 raus. 97 oder 98 war es, da kam Extreme G raus und später noch Extreme G2 für das Nintendo 64. Das ist ein Rennspiel mit in der Zukunft mit so einer Art ja, Motorrädern, in denen man drin sitzt. Und das ist auch zum Beispiel von Probe Entertainment. Ja, es hat einen sehr tollen Soundtrack. Der ist, ja, ich würde sagen, chilliger Elektro. Und obwohl die Gegner nur 2D-Sprites sind und natürlich auch ziemlich pixelig sind, macht das Ganze eine richtig geile Atmosphäre. Ja, 30 Levels hat das Ganze und wir werden hier auch nicht sehr weit kommen, da ich nicht sehr gut bin darin. Es hat sehr viel Alien-Feeling, man kann rennen natürlich, einen Rennknopf, den habe ich erst sehr spät rausgefunden beim Zocken. Und ja, man kann Türen öffnen und muss auch öfter Schalter betätigen. Und es gibt da unten rechts einen Tracker. Ein Radar, der zeigt euch an, wie weit Gegner entfernt sind. Ihr habt eine Automap, die müsst ihr erst finden. Leider ist diese immer nur zum Anschauen möglich im Pausenmenü, was ich total bescheuert finde, weil ihr da dadurch immer hin und her switcht. Und vor allem ist auf der Karte seid ihr ein Viereck und nicht ein Dreieck, was nämlich sehr helfen würde, weil dann würdet ihr sehen, in welche Richtung ihr gerade auf der Karte guckt. Ja, das ist nicht so fertig durchdacht. Die Saturn-Fassung, habe ich mich informiert, sieht ein bisschen schlechter aus und läuft auch ein bisschen weniger flüssig als die PlayStation 1-Fassung. Aber es gibt einen großen Vorteil, es ist heller. Es ist heller, ja. Die Transparenzeffekte werden hier überhaupt nicht genutzt, wie so oft bei westlichen Entwicklern. Also wenn es hier wo Rauch gibt, dann ist dieser ja, nur so ein typisches Fliegennetzmuster. Und ja, aber die PlayStation 1-Version ist sehr dunkel und in der Saturn-Version gibt es doch einiges mehr zu erkennen. Und lange Rede, kurzer Sinn, wir gucken uns das Ganze jetzt im Gameplay an. Viel Spaß damit!
Quirk, wir haben den Kontakt zur Kolonie auf LV-426 verloren. Erkunden Sie mit Gorman und seiner Mannschaft die Situation. Niemand darf herausfinden, dass die Gesellschaft die Kolonisten vorsätzlich infizierte, um die Aliens an den ICC-Quarantänevorschriften vorbeizuschmuggeln. Jawohl, Sir! Es ist wichtig, dass Ripley Ihnen vertraut, da sie am meisten über den Xenomorph Bescheid weiß. Sie könnte uns sehr behilflich werden. Verstanden! Die von Ihnen gesandte Biowaffendivision hat seit einiger Zeit keine Meldung mehr erstattet. Natürlich wollen wir vermeiden, dass mit Ihnen das Gleiche passiert. Hudson, kümmere dich um den Code. Viel Glück, Ripley. Ich zapfe den Computer an. Sicherheitscode, wir sind drinnen. Ein Cool, Leute. Geht's dann nun mal los? Missionsziel, Sie sind damit beauftragt, den Eingang für die Marines-Truppen freizumachen, indem Sie jegliche Kisten und Fässer aus dem Weg räumen und eventuell auftauchende Aliens vernichten. Beachten Sie, dass Ihre 9mm Geschosse auf die Fässer keinen Einfluss haben werden, aus Sicherheitsgründen. Wir raten Ihnen, andere Alternativen zu finden. Ja, liebe Leute, ich starte hier direkt mit dem Gameplay. Das hat auch einen ganz besonderen Grund, nämlich... Ich zeige euch jetzt hier nämlich kurz den ersten Level. Ich habe das Ganze heute nämlich nochmal komplett umgeworfen vom Gameplay. Nachdem, liebe Grüße, der gute Timo vom Video Jams auch nochmal sein Video präsentierte, was ich bisher noch gar nicht kannte. Und da habe ich mich davon entschlossen, euch kurz den ersten Level zu zeigen. Und danach gibt es eine kleine, vielleicht hilft es euch ja auch, vielleicht seid ihr auch nicht so gut wie ich, eine kleine Cheat-Runde. Cheat-Runde heißt, wir geben Passwörter ein, Cheats, um zu cheaten, um alle Waffen zu bekommen. Ja, und dann werde ich diverse Levels anwählen mit dem Cheat. Der ist auch leicht zu merken. Der für die Levelanwahl, der heißt eigentlich nur Fly 2 und dann die Zahl des Levels dahinter. Ja, denn ich bin einfach übel in dem Spiel und das vorige Gameplay, das wolltet ihr nicht sehen. Da habe ich mich so oft verirrt, auf die Karte geguckt. Ja, was gibt's zu sagen? Ja, schön immer Fässer in die Luft jagen, denn dahinter werden neue Wege freigelegt. Und nur mit der Shotgun könnt ihr auch Kisten kaputt machen, natürlich mit stärkeren Waffen auch. Aber nicht mit der Handgun, das wurde ja vorhin schon gesagt. Und in den Kisten und Fässern, wie bei George McRae von den Rocket Beans, findet ihr nicht nur sau oft neue Munition oder Waffen, nein, ihr findet auch sau oft dort drin Facehugger, wie ich gerade eben einen erledigt habe. Denen solltet ihr immer gut hinterher rennen, denn die sind nicht ganz so bescheuert, wie ihr denkt. Die kommen nämlich zurück, die flüchten, aber ein andermal können sie euch wieder auflauern. Ja. Hier switchen wir einmal kurz durch, aber so richtige Waffenschau machen wir in Level 1 noch nicht. Also ich finde die ersten Levels sehr furchtbar, weil es sieht alles so gleich aus und ich verirre mich hier. Und die Map, ja, die gibt es nur im Pausenmenü, man muss also immer ins Pausenmenü springen. Man ist halt kein Dreieck auf der Karte, was dann mal die Blickrichtung symbolisieren würde, sondern nur ein Viereck und das nervt mich furchtbar. Ja, hier unten rechts seht ihr das Radar. Das ist sehr, sehr sinnvoll, denn die weißen Vierecke da drauf, das sind eure Gegner. Und ja, je näher die zum innersten Kreis kommen, das seid ihr, desto näher sind sie. Und da sollte euch dann Vorsicht geboten sein. Das finde ich ist sehr gut gemacht. Generell die Stimmung mag ich auch sehr. Wir spielen ja hier auf Easy, genannt Säurebad. Ich glaube, Säure-Terror oder so heißt normal.
Und Alien Mania ist der schwierigste Schwierigkeitsgrad. Ach, einfach traumhaft, diese Musik. Es sind rund 30 Levels. Ich habe mir mal so Pi mal Daumen einfach mal welche ins Blaue rausgesucht. Und hier haben wir das Menü, da können wir unsere Waffen auch direkt anwählen, statt per Knopfdruck durchzuswitchen. Und hier kann man auch jederzeit auf Spiel beenden gehen, was eine praktische Funktion ist für mich, um ins Menü zu gehen. Hier seht ihr mal kurz den Cheat, der für alle Waffen da ist. Den gebe ich auch mal kurz ein. Also ich habe das Gameplay von eben, vom ersten Level, habe ich danach aufgenommen und dann hier hingeschoben. Ich werde euch diese Cheats und auch den Link zu Game FAQs, wo es noch mehr Cheats gibt, wie Unbesiegbarkeit, den habe ich natürlich nicht eingeschaltet. Das werde ich euch alles nochmal unten in die Videobeschreibung reinmachen. Dann könnt ihr auch lustig cheaten, falls ihr Bock dazu habt und auch so mies seid wie ich. Ich spiele ja keine Spiele mit Cheats durch. Mir ging es hier um das Video lediglich, um euch da mal mehr zeigen zu können. Weil was nützt es euch, wenn ich in den ersten beiden Leveln total rumgurke? Gut, den ersten hatte ich im Gameplay geschafft, aber im zweiten bin ich schon orientierungsmäßig richtig krass stecken geblieben. Und das wäre doch richtig langweilig. Ja, Fly to 4, das ist dann quasi, fliegt zu Level 4. Erneut wurde ein Bereich der Kolonie vollkommen erobert und infiziert. Eliminieren Sie alle außerirdischen Lebensformen, damit die Marines diesen Bereich versiegeln und biologisches Material untersuchen und vernichten können. Finden Sie alle Identitätskarten, nur so können wir feststellen, wie groß der Schaden wirklich ist. Ja, drücke A-Knopf für weiter. Man muss ja sagen, eine Alien Trilogy ist das Ganze ja hier wirklich nicht. Ich finde, es ähnelt eher sehr Teil 2, der ja einfach nur Aliens hieß. Da ging es ja um diese Kolonie. Und so sieht das Ganze hier auch aus. Ein Unterschied noch zu Doom ist, dass es hier immer ein Missionsbriefing, wie ihr gesehen habt, zu Anfang gibt. Das ist ja bei Doom nicht der Fall. Ja, und auch schon wie der Timo in seinem Video erwähnt hat, irgendwie Alan Ripley ist hier jetzt neuerdings ein Marine und ist die ganze Zeit als Vorhut unterwegs. Vor allem, warum muss sie als Vorhut unterwegs sein? Das ergibt auch null Sinn. Die Marines haben eine richtig krasse Ausbildung, die hat sie gar nicht. Sie ist eigentlich nur jemand, der Glück hatte und in Teil 1 auf diesem Frachter überlebt hat. Hier nochmal ein sehr bekannter Facehugger, falls ihr noch nie Alien geguckt habt. Die sind ja dafür da, um quasi die Aliens zu verbreiten. Die Alien-Königin legt Eier und diese Facehugger, wenn die euch erwischen, umwickeln euer Hals und schieben euch quasi ihren Schwanz ins Maul und setzen euch ein Alien-Baby in die Brust, was irgendwann, wenn es groß genug ist, durch eure Brust herausbricht. Ja, also wie gesagt, totaler Schwachsinn, dass Ripley hier vorgeschickt wird. Im Film Aliens, da sind es die Marines, die vorgeschickt werden und versuchen alles zu säubern. Und die scheitern ja auch ziemlich daran. Was soll sie denn da als Alleinkämpferin, ja? Schön, wie hier die Scheiben zerplatzen, wenn uns das mal der Facehugger sehen lassen würde. Das sieht doch ganz nett aus für die Zeit, aber ein richtiger Transparenzeffekt wird hier nicht genutzt. Typisch westliche Entwickler am Saturn dran, wo viele Japanische es auch nicht hingekriegt haben. Aber meist die westlichen Entwickler haben ja fast nichts rausgeholt. Da dachte ich, könnte man mal was drücken, aber sah nur so aus. Aber hier kann man was drücken. Yeah, Knöpfchen drücken. Ich hoffe, ich rede auch nicht zu laut, denn das ist heute das erste Mal, dass ich das Gameplay mir mit den Kopfhörern anhöre. Und dabei dann meine Audioaufzeichnung mache. Ich habe eigentlich auch nicht zu laut gedreht. Müsste sich eigentlich im Rahmen halten. Ja, die Tür ging nicht auf, dann machen wir doch einfach die Scheibe kaputt. Mein Gameplay ist immer noch nicht das Beste, aber
ja, zumindest könnt ihr mal ein bisschen ins Spiel reingucken. Flat Eric und Slim Jimmy. Ich weiß gar nicht, warum ihr es euch eigentlich gewünscht habt. Ihr habt es doch beide selbst, oder? Also Slim Jimmy, du hast es doch für die PlayStation. Es ist ja auch selbe Spiel. Das habe ich auch vorhin schon gesagt. Inhaltlich ist es selbe Spiel, nur technisch ist es etwas schwächer. Aber für ein Saturn-Game kann es sich auf jeden Fall sehen lassen. Ihr seht ja, die Framerate ist auf jeden Fall spielbar und das ist ja schon mal das Wichtigste. Ja. Da habe ich mal kurz auf die Karte geschaut. Jetzt frage ich mal andere Saturn-Besitzer, habt ihr das auch manchmal, dass euer Startknopf vom Second Generation Saturn Digipad, dass der spinnt? Also meiner spinnt. Ihr werdet später nochmal sehen, da wird zweimal hintereinander Start gedrückt, also kurz Pause ins Menü gegangen, weil der irgendwie ja nicht so richtig rauskam. Vielleicht hängt meiner nur ein bisschen. Mein Knopf vom Controller, nicht das, was ihr denkt. Ja, der Slapstick aus der ersten Version des Videos ist verschwunden. Slapstick war eigentlich nur, dass ich mich ständig verhaspel mit dem Game. Ja, das sind die bekannten Kälteschlafkammern, wie es in Alien immer so der Fall ist. Für die langen Raumreisen. Ach, guckt mal, da drin ist sogar ein Baby-Alien. Die sind ja zuerst nur wie so eine Art Schlange mit Alien-Kopf, wenn sie aus der Brust rauskommen. Ja, in diesen Kammern schlafen immer die Leute in Alien, wenn sie zu Reisen auf andere Planeten unterwegs sind, weil das so lange dauert. Ist ja auch so ein Menschheitstraum, dass man so wohin reisen könnte, quasi im Schlaf. Ob das jemals so der Fall sein wird, sei jetzt mal dahingestellt, aber wir sind ja hier auch bei Entertainment und nicht bei Science-Fiction-Analyse. Genau, das war jetzt meine zweimal Start hintereinander Drückerei dank spinnendem Controller. Ja, der Flammenwerfer ist auch eine coole Waffe. Aber ich muss doch sagen, diese diese Maschinenpistole, die ist doch eigentlich meine Liebste. Oder Maschinengewehr, besser gesagt. Ja, einmal zu aus Versehen auf den A-Knopf gekommen. Und fix ein Medikit oder auch zwei eingesammelt. Ja, gucken wir uns doch nochmal einen weiteren Level an. Missionsziel. Erneut können Sie hier Ihr Waffenarsenal aufrüsten. Sie haben allerdings nur 60 Sekunden Zeit, da dieses Gebäude zu explodieren droht. Vergewissern Sie sich, dass Sie sich ausreichend ausgerüstet haben. Wir werden am Ausgang auf Sie warten. Ja, das ist quasi ein Bonuslevel ohne Gegner. Für den hat man 60 Sekunden Zeit. Und dort kann man sich Waffen besorgen, die in Kisten versteckt sind oder Munition. Und ja, ich wollte das nur mal so gezeigt haben. Das ist doch ganz nett, dass es das zwischendurch gibt für Leute, die richtig das Spiel zocken. Ich meine, ich habe damals 10 Mark dafür bezahlt. Ich habe auf eBay heute nochmal geguckt. Mittlerweile kostet es 30 bis 40, also ich habe da nicht viel Geld rausgeworfen. Es ist jetzt auch nicht so viel wert, dass ich jetzt sage, boah, das lohnt sich total, es zu verkaufen. Und ich finde es ja auch nicht furchtbar, ich bin ja nur furchtbar in dem Spiel. Also
Ihr seht hier quasi mein erstes Video, in dem Cheats benutzt wurden. Und ihr seht mein erstes Ego-Shooter-Video. Ja, vor der Masseninfizierung haben einige der Kolonisten versucht, einige der Alienproben hinauszuschmuggeln, angeblich auf Befehl der Gesellschaft. Der Garagenbereich war der Umschlagsort für gesendete und empfangene Behälter der Kolonie. Es ist notwendig, dass sie alle Kisten und deren Inhalt zerstören, damit sich der illegale Handel nicht wiederholen kann. Ja, da haben wir den nächsten Level. Ja, das ist der erste Ego-Shooter, den ich euch zeige. Ich besitze nämlich nur ganze 3 Ego-Shooter. GoldenEye und Perfect Dark sind die anderen für N64. Und ja, das war's auch schon gewesen. Die 2 habe ich auch durchgespielt. Ohne Cheats, ja, ohne Cheats. Und mehr Ego-Shooter habe ich gar nicht. Ich würde für den Kanal vielleicht noch ein paar für die PS2 besorgen wollen, für 20 Jahre PS2. Ich muss auch sagen, ich bin ein bisschen besser in moderneren Ego-Shootern, die schon mit Analogstick gespielt werden. Doom, ja, schlagt mich, aber ich habe nie Doom gespielt, muss ich gestehen. Ja, ich habe es mal bei Leuten angezockt, huhu, aber ich habe das nie besessen und so richtig gespielt in dem Sinne, wie ich Zelda oder Mario gespielt habe. Also mit Durchzocken oder zumindest viele, viele Stunden rein investieren. Ich besitze kein einziges Doom-Spiel. Nicht, weil ich was gegen Doom habe, aber ja, es gibt halt manche Spiele, die sind halt nicht so meins. Andere Leute mögen vielleicht kein Virtua Fighter oder Sega Ready. Aber nichtsdestotrotz ist es cool, dieses Video euch zu zeigen und danke, dass ihr es euch gewünscht habt. Flat Eric und Slim Jimmy, denn es bereichert ja so den Kanal. Ja, den locken wir hier mal zu den Kisten. Es bereichert den Kanal zu den Kistenfässern. So kann man nämlich auch Aliens flotter erledigen, wenn man sie zu was Sprengbaren lockt und dann das Sprengbare in die Luft jagt. Es bereichert den Kanal meiner Meinung nach, weil so gibt es halt auch genug verschiedene Genres hier drin zu sehen. Und obwohl ich ja letztens es schon hatte mit Slim Jimmy zum Beispiel, dass man zum Beispiel von Shoot'em-Ups, klassischen 2D-Shoot'em-Ups, nicht genug haben kann, ist schon richtig, aber sehen vielleicht nicht alle so und ich möchte ja schon hier ein abwechslungsreiches Programm an Genres haben und nicht immer nur Renn-, Prügel-, Action-Adventures und Shoot'em-Ups hier drin haben. Ja, deswegen ist es auch mal cool, ab und zu mal was zu haben, was ich eigentlich nicht so viel unbedingt zocke, aber was andere Leute vielleicht gerne mal sehen würden. Sofern ich es natürlich in der Sammlung habe. Das ist übrigens die deutsche Version. Die soll ja gekürzt sein, wie ich erfahren habe. Soll hier auch menschliche Soldaten an manchen Stellen geben. Die wären hier zu Aliens geworden in der deutschen Version. Keine Ahnung. Ich kenne nur die hier. Und ja, da kenne ich auch nicht den Level davon. Da ich, wie gesagt, ein Cheater für heute bin, zumindest für dieses Video. Missionsziel. Die letzte Aufgabe steht Ihnen bevor. Alles endet dort, wo es angefangen hat. Sie müssen es schaffen. Und das werden wir auch. Wir werden jetzt nämlich die Alien-Königin hochjagen. Wem das hier zu viel gespoilert ist, der sollte jetzt sofort ausschalten. Ja, und sollte in etwa 2,5 Minuten wieder einschalten. Aber es gibt hier eh kein großes storymäßiges Ending. Also das Spiel hat ja eigentlich keine wirkliche Story. Ihr seht hier, das ist so die Höhle von den Aliens, wo sie ihre ganzen Eier legen. Hier ist die Königin. Ja, hier macht sie sich ab von ihrem riesigen Schlaucharsch, dem die Eier kommen. Und ich muss sagen, ja, ich habe jetzt alle Waffen hier, aber sie kann noch nichts. Guckt sie euch an, sie hat nur eine Attacke drauf. Jetzt erstmal still bei dem ganzen Geballer.
So, da haben wir sie auch erledigt. Und ab geht's in den Aufzug. Und gucken uns doch die schöne Endsequenz gleich an. Ja, 63% aller Aliens getötet. Das heißt, da waren noch ein Haufen Facehugger. Mission jedoch zu 100% erledigt. Wie ihr seht, das ist das Schiff aus Teil 1. Es hat hier also keine wirkliche Reihenfolge der Alien-Filme. Sie haben sich hier was zusammengebastelt. Und da nimmt uns auch schon das Shuttle aus Teil 2 mit. Ja, also sehr komischer Mix. Und der ganze Planet explodiert dazu. Angenehme Träume, Ripley. Ja, der synthetische Typ setzt uns in den Kälteschlaf. Doch, oh nein, wer hätte das gedacht? Ein Facehugger. Ja. So lässt man sich Platz für einen weiteren Alien Trilogy Teil. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen hier auf meinem Kanal. Diesmal mit ein bisschen Gecheate. Und dem ersten Ego-Shooter überhaupt, den es auf meinem Kanal zu sehen gab. Und ja, liken, kommentieren und abonnieren. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr auch morgen wieder dabei seid um 20.15 Uhr. Denn jeden Samstag und jeden Sonntag um 20.15 Uhr gibt es ein neues Video hier auf Nuclear Nightmare. Samstags immer Sega Games für Sega Mega Drive, Saturn und Dreamcast. Momentan ist es ja hauptsächlich nur Saturn und Dreamcast gewesen, aber andere Konsolen folgen da, vielleicht auch mal Master System irgendwann. Ja, und sonntags immer alle anderen Sachen und manchmal auch unter der Woche was, wenn ein besonderes Jubiläum ansteht. In diesem Sinne, ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt, euer Martin. Bis zum nächsten Mal.